Vielen Dank, sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Der Ausbau der Ganztagsbetreuung ist ein prioritäres Vorhaben der Koalition. Im Koalitionsvertrag wurde festgelegt, in dieser Legislaturperiode 2 Milliarden € für den Ausbau bereitzustellen und einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulalter zu schaffen. Wenn Sie das Gesetz heute beschließen, errichtet der Bund ein Sondervermögen. Aus diesem stellt er bis zu 3,5 Milliarden Euro für Investitionsmittel für den erforderlichen Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote zur Verfügung. Der Bund hat somit die Bundesmittel für Finanzhilfen fast verdoppelt. Damit unterstützt der Bund die Länder, den Ausbau der Ganztagsschulbetreuung voranzubringen. In der aktuellen Pandemie zeigt sich, dass es verstärkte Anstrengungen bedarf, um die Teilhabechancen von Kindern zu sichern und um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu ermöglichen. Wenn beide Partner erwerbstätig sind bzw. sein können, verbessert das die Einkommenssituation der Familie und schützt besser vor Armut. Deshalb müssen wir den notwendigen Ausbau der Ganztagsbildung und Betreuung von Grundschulkindern voranbringen. Jedes Kind hat die gleiche Förderung verdient. Dafür brauchen wir eine qualitativ hochwertige und verlässliche Bildungs- und Bildungsinfrastruktur für Familien. Eine verlässliche Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder gehört dazu. Die Länder haben in den vergangenen Jahren bereits Ganztagsgrundschulen und auch Hortangebote ausgebaut. Hier hat sich schon viel getan. Dennoch haben wir beim Übergang von der Kita zur Grundschule eine Betreuungslücke. Im Schuljahr 2018/19 nutzt mehr als 50% aller Grundschulkinder die Ganztagsbetreuung. Aus Untersuchungen des Deutschen Jugendinstituts wissen wir, dass knapp 74% der Familien aber einen Betreuungsbedarf haben. Wir sprechen also von einer Betreuungslücke von knapp 25%. Wir können es uns als alternde Gesellschaft in einem Land mit wenig Kindern gar nicht leisten, darauf zu verzichten. Deshalb muss jetzt der nächste Schritt kommen, die Einführung des Rechtsanspruchs. Der Bund hat geplant, Ihnen, den Ländern, vorab 750 Millionen Euro an Turbomitteln für den Ausbau der Betreuungskapazitäten bereitzustellen. 15 von 16 Ländern haben die zwischen Bund und Ländern ausgehandelte Verwaltungsvereinbarung zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder unterzeichnet. Ich hoffe nun, dass dieses eine Land auch unterzeichnet und wir zügig das Investitionsprogramm starten können. Etwas möchte ich klarstellen. Es war zu lesen, der Bund wolle nur gebundene Ganztagsschulen fördern. Das ist nicht richtig. Die Verwaltungsvereinbarung ermöglicht es, neben den kommunalen Angeboten sowohl Horte als auch Grundschulen zu fördern. Die Grundschulen müssen nur gebundene, teilgebundene oder offene Ganztagsschulen sein. Damit das Geld, das wir im Rahmen dieses Sondervermögens bereitstellen, bald fließen kann, müssen Bund und Länder jetzt die Voraussetzungen für den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder, der im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD verankert ist, verabreden. Nächste Woche werden die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten darüber beraten. Der Rechtsanspruch selbst soll dann ab 2025 kommen. Das bedeutet 5 Jahre Vorbereitungszeit für Länder und Kommunen. Der Bund hat angeboten, sich auch an den Betriebskosten zu beteiligen. Sehr geehrte Damen und Herren, der Rechtsanspruch ist die größte familienpolitische Weichenstellung seit dem Rechtsanspruch auf den Kita-Platz. Lassen Sie uns gemeinsam die Weichen für den Rechtsanspruch stellen. Das heute debattierte Gesetz ist eine wichtige Etappe zum Ziel. Wir erhöhen die Teilhabechancen von Kindern, wir stärken die Familien, wir ermöglichen Erwerbstätigkeit und sorgen damit für die Fachkräfte von heute und morgen. Deshalb beschließen Sie heute das Ganztagsfinanzierungsgesetz. Vielen Dank.